Und ganz herzlich willkommen zum IBU-Info-Webinar. Mein Name ist Axel Naumann und ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie du dich als Business-Analystin, als Business-Analyst oder in einer verwandten Rolle professioneller aufstellen kannst. Wir starten mal mit dem Angebot, was die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahrnehmen. Ich könnte sozusagen vom Bestseller sprechen, nämlich von unserer Seminarreihe Business-Analyst mit IBU-Zertifikat. Beziehungsweise dann gleich mal gucken, das Ganze gibt es in zwei Durchführungsformen. Idee also, uns fit zu machen als BAs, um die ganz wichtigen Themen und die ganz wichtigen Aufgaben wahrnehmen zu können. Dazu gehören insbesondere Anforderungen zu ermitteln, Anforderungen zu dokumentieren, zu analysieren, zu prüfen, zu managen und noch entsprechend vieles mehr. Die Rolle des Business Analysten, der Business Analystin ist ja in den letzten Jahren immer mehr, hat immer mehr an Bedeutung gewonnen, aber es ist ja kein Ausbildungsberuf. Also ich kann es irgendwo nirgendwo lernen, sondern häufig tatsächlich, dass das Learning by Doing ist, häufig tatsächlich, dass man sich was vielleicht von der Kollegin, vom Kollegen abguckt, was sicherlich richtig ist, aber früher oder später wird es dann hoffentlich Zeit für eine professionelle Ausbildung beziehungsweise für eine professionelle Weiterbildung. Von daher, die Seminarreihe vermittelt dir von A bis Z alle wichtigen Aspekte, die du brauchst, um deine Tätigkeit als BA durchführen zu können. Und wir legen auf mindestens drei Sachen großen Wert, nämlich zum einen dir Tools und Werkzeuge an die Hand zu geben. Wie mache ich das denn? Anforderungen ermitteln. Und wenn ich dann vor Stakeholdern stehe, mit denen spreche, zum Beispiel in einer Workshop-Situation, oder im Rahmen eines Gesprächs, eines Interviews, worauf muss ich denn achten? Was sind denn Tipps und Tricks? Was sind denn Best Practices, um da auch professionell und gut unterwegs zu sein? Ein weiterer Punkt ist, was ist denn eine sinnvolle Reihenfolge, um Business-Analyse zu betreiben? Also Anforderungen zu ermitteln, klar, das ist ein Punkt, aber wie sortiert sich das denn in das Ganze ein? Was passiert davor? Was passiert danach? Welche Schritte sollte ich denn sinnvollerweise in welcher Abfolge gehen? Also von einer Systematik, eine Reihenfolge. Wir nutzen dazu ein Framework mit einer guten Übersicht, was ist insgesamt zu tun und auch in welcher Reihenfolge ist das entsprechend zu tun. Und ein dritter Punkt, neben Tools, Techniken, Werkzeugen, systematischem Vorgehen, ein dritter Punkt, der uns wichtig ist und dir sehr wahrscheinlich auch ist, das gleich in der eigenen Praxis anzuwenden. Von daher in den Modulen, in den Trainings hast du die Chance und die Gelegenheit, die Techniken, die Werkzeuge am eigenen Fallbeispiel auszuprobieren, zu gucken, wie funktioniert das, wie fühlt sich das an, eine Rückmeldung auch zu bekommen von den anderen Teilnehmern und Teilnehmern, eine Rückmeldung zu bekommen vom Trainer, um gleich gut gerüstet entsprechend in die eigene Praxis zu gehen. Wir haben zwei Durchführungsformen. Zum einen, ich nenne es mal vielleicht so ein bisschen klassischerweise, hier mit drei Modulen, die sich jeweils über zwei bis drei Tage erstrecken. Und zwischen den Modulen sind etwa 4, 5, 6 Wochen Zeit, sodass man dann auch das Besprochene aus den Modulen gleich in der eigenen Praxis im Zwischenraum entsprechend anwenden kann. Also für alle die geeignet, die sagen, das lohnt sich für mich und die 2, 3 Tage am Stück entsprechend, ich will mich konzentriert dann auch mit den Seminarinhalten, mit den Business-Analyse-Inhalten auseinandersetzen. Bei dem einen, der anderen geht das vielleicht nicht ganz so leicht und dann die Alternative als Blended Learning-Reihe. Blended Learning heißt eine Mischung aus unterschiedlichen Formaten. Und hier heißt das, wir treffen uns im wöchentlichen Rhythmus für kompakte Live-Online-Seminare, also mit Kamera, wie wir das jetzt auch schon aus der Corona-Zeit kennen, und besprechen in 1,5 Stunden ganz wichtige Aspekte. Und es gibt jeweils eine Transferaufgabe, eine sogenannte Wochenchallenge, mit der Idee, die bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Treffen entsprechend zu bearbeiten. Also auch da die Chance, immer sehr praxisnah das Ganze entsprechend zu begleiten. 10 kompakte Termine und im hinteren Drittel dieser Termine sind dann noch 2x2 Vertiefungstage eingebaut, sodass wir dann auch nochmal mehr Zeit haben, entsprechend auf die Inhalte zu schauen. Beide Durchführungsformen haben inhaltlich den gleichen Abdeckungsgrad. In beiden Durchführungsformen lernst du Business-Analyse von A bis Z. Und einfach so ein bisschen die Überlegung vielleicht deinerseits, möchte ich es eher vielleicht in kleineren Portionen und damit vielleicht auch besser mit Familie und Beruf vereinbar? Oder sagst du, alles gut,
die drei Module über die 2 bis 3 Tage jeweils gönne ich mir und klinke mich da dann auch so ein Stück weit aus dem beruflichen Umfeld aus und kann mich dann innerhalb des Moduls dann konzentrieren auf die Seminarinhalte. Die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, du hast es wahrscheinlich schon gesehen, nehmen das IBO-Zertifikat mit. IBO-Zertifikat, nicht nur die Idee, mit dabei gewesen zu sein, sondern am Ende auch eine Transferarbeit, eine Praxisanwendung vorzubereiten, zu präsentieren und auch hier wieder Rückmeldung zu bekommen von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Rückmeldung bekommen, zu bekommen vom Trainer, der dann in die Rolle des Prüfers bzw. der Prüferin schlüpft. Und von daher auch hier immer wieder tolle Rückmeldungen, einfach nicht nur, weil die eigene Transferarbeit und die eigene Praxisanwendung im Mittelpunkt steht, sondern einfach, weil man auch nochmal viel mitbekommt aus den Präsentationen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben uns schon in den Modulen ausgetauscht, wie macht ihr das in euren Häusern, wie machst du das in deinem Unternehmen, aber gerade so am Prüfungstag dann auch nochmal gebündelt das zu sehen, das erfährt immer wieder sehr, sehr positives Feedback an der Stelle. Okay. Wenn du mehr wissen möchtest, dann natürlich gerne hier entsprechend reinklicken. Ich mache das mal beispielhaft auf. Es gibt einen einleitenden Text, Nutzenargumente, für wen ist das geeignet, eine Übersicht über die entsprechenden Module, weiterführende Informationen und auf der rechten Seite der nächste Termin bzw. dann darunter auch weitere Termine, die im Angebot sind. Und wir pflegen nach und nach natürlich dann auch weitere Termine in die Zukunft entsprechend ein. In dieser ersten Durchführungsform mit den 3 Modulen kannst du grundsätzlich auch die Module einzeln buchen. Wenn du sagst, vielleicht klappt das zeitlich nicht, die 3 Module über so einen Zeitraum von insgesamt dann 3 Monaten ungefähr zu besuchen und vielleicht geht das nicht, sondern 1 pro Kalenderjahr, auch das ist grundsätzlich möglich. Oder du sagst, mich interessiert ein Modul ganz besonders, auch dann ist es möglich, hier entsprechend sich da 1 rauszupicken. Bei der Blended Learning Reihe, also mit den etwas kürzeren Modulen und den 2x2 Vertiefungstagen, das ist dann tatsächlich eine geschlossene Lerneinheit, sodass du auch mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen entsprechend durch die Termine gehst und erfahrungsgemäß entsteht da auch eine sehr vertraute und eine sehr angenehme Lernatmosphäre. Eine weitere Seminarreihe im Angebot ist der Senior Business Analyst mit IBO-Zertifikat. Lohnt sich für alle, die schon länger mit dabei sind, beziehungsweise sehr gerne natürlich auch erstmal den normalen BA absolviert haben, mit der Idee, neben den Kernaspekten, Anforderungen zu ermitteln, zu dokumentieren, zu analysieren, zu prüfen, da gehört auch nochmal mehr mit dazu, neben diesen Kernaspekten gibt es ja noch ein bisschen mehr darüber hinaus. In den letzten Jahren spätestens ist es immer wichtiger geworden, Richtung Digitalisierung zu schauen. Von daher, wir haben ein Modul, wie gelingt es denn, Prozesse zu digitalisieren und wie kann ich mich als BA da auch entsprechend einbringen. Wahrscheinlich auch bei dir im Hause ist Agilität ein Thema, entweder das jetzt schon anwendet oder dass es eventuell eine Planung in diese Richtung geht. Und wir gucken in einem Modul agile Business Analyse, wie funktioniert das denn? Wie kann ich mich denn als Business Analystin, als Business Analyst da gut mit einbringen? Vielleicht so ein Gedanke, eine der häufigsten Anwendungsformen ist ja Scrum. Vielleicht arbeitet ihr auch nach Scrum oder angelehnt an Scrum. Aber Scrum kennt per se erstmal die Rolle des BAs nicht. Und wir gucken unter anderem, wie kann ich mich denn als BA da aufstellen? Aber nicht nur im Rahmen von Scrum, sondern generell, wie gelingt es denn, in diesen kurzen Zeitfenstern unterwegs zu sein und kundenorientierte, nutzerorientierte Lösungen da entsprechend bereitzustellen bzw. daran mitzuwirken. Und ein drittes Modul, was hier drin steckt, agile Führung. Im Zusammenhang mit Agilität findet die Zusammenarbeit häufig dann auch ein bisschen anders statt. Es gibt vielleicht nicht mehr so die ganz klassischen Führungsrollen, beziehungsweise auch als BA bin ich dann in der Verlegenheit zu führen, ohne aber tatsächlich da hierarchische Befugnisse zu haben, soll aber dafür Sorge tragen, dass das Ganze methodisch sauber funktioniert, möchte mich da auch entsprechend einbringen und dann vermittelt das Modul agile Führung da auch sehr wertvolle Impulse. Auch hier wieder, die 3 Module können jeweils einzeln belegt werden, aber gerade so in der Zusammenstellung der 3 agile Business Analyse, Prozesse digitalisieren, agile Führung, einfach nochmal die Chance über die Kernaufgaben eines BAs
hinauszugucken und sich da auch zukunftsorientiert entsprechend aufzustellen. Auch hier sehr, sehr positive Teilnehmerrückmeldungen, die sagen, ich nehme da viel mit, jetzt schon für meine aktuelle Arbeit, aber auch für die nächsten Wochen, Monate, weil sich da typischerweise in den Häusern auch immer wieder was tut. Das also, wenn du so möchtest, die ganz typischen Seminarreihen, die ganz typischen Module, die von den Teilnehmern und Teilnehmern da sehr geschätzt werden. Wir haben darüber hinaus noch ein paar Sachen mehr. Ich zeige es mal im Überblick, ohne auf die allerletzten Einzelheiten einzugehen. Der eine, die andere sagt, für mich ist vielleicht auch ein internationales Zertifikat sinnvoll. Und es gibt in den letzten Jahren tatsächlich die Möglichkeit, sich als Person da entsprechend international zertifizieren zu lassen und damit auch einen Nachweis des eigenen Könnens, der eigenen Arbeit zu haben. Unterschiedliche, die da möglich sind. Es gibt, das ist so ein bisschen angelehnt an die Hochschulsystematik, das Diploma of Advanced Studies, also nicht nur interessant für die, die Richtung Hochschulmaster gehen, aber auch gerade in diese Richtung kann das ein Thema sein. Es gibt internationale Organisationen, die Personenzertifikate anbieten. Dazu gehören zum Beispiel der CBAP, ihr seht das hier auch ausgeschrieben, oder der CCBA, CPRE, RE Ad Asia Primer, also da muss man sich so ein bisschen mit Abkürzungen auseinandersetzen. Wenn du da gerne mehr wissen möchtest, dann schau rein, melde dich bei mir, beziehungsweise das zeige ich nachher, da gibt es auch nochmal ein eigenes Video dazu, wo noch ein paar mehr Infos gerade auch Richtung dieser Zertifikate entsprechend gegeben werden. Wir haben darüber hinaus noch weitere Spezialmodule, könnte man fast sagen. Und wir schauen mal hier in die Übersicht, wenn man ein bisschen runterscrollt, sind hier entsprechend die Module mit dabei. Das Essentials hatten wir schon. Und unter anderem mit dabei Data Analytics and Reporting. Also ganz viele Business Analysten, die sich rund um Datenanalyse bewegen sollen und wollen, die rund um Reporting unterwegs sind, wo es darum geht, Fragestellungen im Unternehmen datengetrieben, datenfundiert mit Zahlen, Daten, Fakten entsprechend zu beantworten. Ich habe jetzt hier, weil es hier eingeblendet ist, das Infowebinar, aber auch dazu gibt es dann ein eigenständiges Seminar über 3 Tage und da entsprechend hier steht dann nicht mehr Infowebinar davor, sondern der entsprechende Titel mit Data Analytics. Wir haben unter anderem auch ein Seminar zu künstlicher Intelligenz. Vielleicht ist das bei dir im Haus, im Unternehmen schon Thema und oder auch hier vielleicht möchtest du dich da zukunftsorientiert aufstellen. Wir nutzen ja künstliche Intelligenz schon im Privaten, wenn wir mit unserem Handy sprechen zum Beispiel oder wenn wir auf YouTube da vertrauen, was uns YouTube als nächstes Video vorschlägt. Und zunehmend wird es auch tatsächlich im eigenen beruflichen Umfeld immer wichtiger. Von daher auch hier die Chance, dich mit einem KI-Seminar, künstliche Intelligenz, zukunftsorientiert entsprechend aufzustellen. Okay, das mal der Überblick zu den Seminaren, angefangen von den Seminarreihen, über die Möglichkeit, Personenzertifikate zu erwerben, bis hin nochmal zu einzelnen Modulen. Da habe ich 2, 3 Beispiele genannt, was für dich da interessant sein kann. Schauen wir kurz mal rein, was begleitet dich im Seminar? Klar, neben dem Trainer, der Trainerin. Wir nutzen eine Lernplattform, die dir vor dem Seminar zur Verfügung steht, während des Seminars und auch nach dem Seminar. Und ich habe mal beispielhaft hier einen Kurs aufgerufen, ohne da jetzt ins letzte Detail reingehen zu wollen, aber einfach mal so ein paar Schlaglichter entsprechend zu werfen. Du bekommst die Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt. Das ist hier entsprechend angedeutet. Modelle, Frameworks, die da sind. Es gibt ein seminarbegleitendes Fachbuch, was dir zur Verfügung gestellt wird, wo du reingucken kannst, aber klar nicht unbedingt reingucken musst. Aber manchmal ist es sehr hilfreich, vielleicht das eine oder andere in einer ruhigen Minute entsprechend nachzulesen. Ich habe hier abgelaufenes Seminar genommen. Da ist schon ganz, ganz viel auch befüllt. Es gibt ja Arbeitsergebnisse, die wir nicht nur, aber auch im Rahmen eines Fotoprotokolls festhalten, also da, wo die Flipcharts abfotografiert werden. Es gibt entsprechend Werkzeuge, Tools, Arbeitshilfen, die wir dir zur Verfügung stellen. Das sind zum Teil Beschreibungen und aber auch immer wieder Templates, sodass du nicht selber anfangen musst, da entsprechend Sachen vorzubereiten, sondern sehr gut auch darauf zurückgreifen kannst. Ob das jetzt ein Word ist oder ein Excel oder in einem anderen Format, die Chance, da auch entsprechend sehr gut unterwegs zu sein.
Das mal hier so ein kleiner Einblick. Du siehst, das geht nach unten noch entsprechend weiter. Und das zu jedem Modul und einfach die Chance, auch noch nach dem Seminar wieder reinzugucken oder zwischen den Modulen reinzugucken und zu schauen, was brauche ich denn noch beziehungsweise was begleitet mich. Schau mal über die Seminare noch kurz hinaus. Was kannst du jetzt auch schon sehr konkret, wenn du möchtest, dir entsprechend anschauen? Wir haben einen Blog mit immer wieder frischen, aktuellen Blogartikeln beziehungsweise auch Podcast-Folgen. Für den einen oder die andere, die vielleicht lieber liest, für den einen oder die andere, die vielleicht sich lieber was entsprechend anhört, unter businessanalystblog.de, jeweils mit Minuszeichen dazwischen, kommst du hier entsprechend drauf und wenn du das aufrufst, dann sieht hier möglicherweise schon wieder ganz neue Artikel, die da zur Verfügung stehen. Nutzen das mit mehreren Autorinnen und Autoren und zu unterschiedlichen Themenstellungen und immer die Chance, sich da auch tatsächlich dann auf dem Laufenden zu halten. Wir haben ein Glossar. Manchmal ist es ja wichtig, Begriffe nachzugucken oder nochmal zu schauen, wie kann man es denn definieren. Das sind jetzt nicht nur Begrifflichkeiten zur Business-Analyse, sondern auch darüber hinaus. Ich habe jetzt einfach mal hier den Buchstaben R aufgerufen und wenn wir dann entsprechend mal gucken, vielleicht mal hier unter Requirement, dann gut, wird verwiesen auf die deutsche Version Anforderung Requirement und dann kann man entsprechend gucken, wie die Definition ist und bekommt auch nochmal den einen oder anderen Tipp da entsprechend mehr zur Verfügung gestellt. Und last but not least, wir bieten Bücher an. Seminare sind sicherlich immer eine sehr gute Wahl. Der eine oder die andere mag vielleicht auch was nachlesen, also von daher auch hier die Chance, vielleicht Richtung Buch mal zu blättern und zu gucken und zu schauen, passt genau zum Seminar, welche Inhalte erwarten mich denn da, beziehungsweise noch mal ein paar Beschreibungen zu den Techniken, zu den Werkzeugen sich anzuschauen. Gut, soweit einmal der Blick Richtung Seminarprodukte, Seminarreihen, internationale Zertifizierungen, einzelne Module. Wir haben mal geschaut in unsere Lernplattform rein, IBONET Campus, die dich im Seminar, während des Seminars entsprechend begleitet. Wir haben mal in den Blog Blicke geschmissen, ins Glossar und last but not least auch mal kurz Richtung Buch geschaut. Von daher ganz viele Aspekte, die dir helfen, professioneller rund um Anforderungen unterwegs zu sein, dich professioneller rund um Business-Analyse aufzustellen. Du hast eventuell noch Fragen? Dann melde dich gerne. Ruf uns an, schreib eine Mail. Wir sind da gerne für dich da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns sehen und hören bei der einen oder anderen Veranstaltung. Bis dahin eine gute Zeit.